Seeland und die Inseln sind ein fantastisches Revier für Angler. Die elegante, blanke Meerforelle ist ohne Zweifel der bevorzugte Fisch an unseren über 2000 Kilometer langen, einzigartigen, naturschönen Küstenlinien. Hier finden Sie spektakuläre Angelreviere für Hecht und Barsch. Schöne Seen, Kanäle und Bäche mit großer Artenvielfalt laden ein zum Angeln von Süßwasserfischen. Das Meer bietet vielfältige Möglichkeiten, vom Pilken auf Dorsch bis zum Trollingfischen nach Ostseeland. Doch all dies kommt nicht von selbst. Das Projekt Fishing Sealand schafft mit Renaturierungsmaßnahmen, Verbesserung der Wasserqualität und neuen Angelmöglichkeiten auf Seeland und den Inseln die Grundlage für gute Erlebnisse. Fishing Sealand ist ein ambitiöses Projekt mit verschiedenen Partnern, darunter die Küstengemeinden auf Seeland und den Inseln, Dänemarks Angelverband und Ehrenamtliche gemeinsam mit Gewerbe- und Tourismusorganisationen. Ziel ist es, einen nachhaltigen Angeltourismus und bessere Angelmöglichkeiten für die ganze Region zu entwickeln. Dies geschieht zum Vorteil des Angeltourismus und als lokaler Wachstumsmotor, aber auch zugunsten der Umwelt und der heimischen Angler. In Dänemark gibt es über eine 500.000 Angler und Touristen aus aller Welt reisen hierher, um unsere einzigartigen Angelmöglichkeiten zu nutzen. Ein Bericht des dänischen Ministeriums für Ernährung zeigt, dass 2,9 Millionen Kronen jedes Jahr durch Angeln umgesetzt werden. Außerdem werden jährlich über 3 Millionen Übernachtungen ausländischer Angler registriert. Hotels, Ferienhäuser, Campingplätze, Bed and Breakfast, Gasthäuser, Restaurants, Angelausstatter und andere lokale Geschäfte profitieren von dieser Entwicklung. Daher ist es vernünftig und ökonomisch sinnvoll, den Angeltourismus zu entwickeln, aber mit nachhaltigen Methoden. Die Nutzung der Natur geht Hand in Hand mit ihrem Schutz. Und es ist entscheidend, dass Fischgewässer und Fischbestände geschützt werden. Die verschiedenen Partner in Fishing Sealand sind involviert in eine lange Reihe von Umweltschutzprojekten auf kommunaler und ehrenamtlicher Basis. Wir arbeiten mit Renaturierung von Wasserläufen und dem Aussetzen von Fischlaich und Jungfischen, um die Fischbestände zu sichern. All dies geschieht, um die guten Angelbedingungen noch weiter zu verbessern und für die Zukunft zu erhalten. Fishing Sealand trägt auch eine soziale Verantwortung. Wir wecken Interesse bei neuen Angelfreunden und gesteigerte Wachsamkeit gegenüber Natur und Umwelt, indem wir Kinder, Jugendliche und soziale Randgruppen einbeziehen in lebensbejahende Angelerlebnisse. Wir entwickeln laufend neue Aktivitäten, Events und Maßnahmen und rücken dadurch unsere Region in den Fokus breiten Interesses. Fishing Sealand ist stolz darauf, eine aktive Rolle einzunehmen bei der Gestaltung neuer Abenteuer und Erlebnisse für sowohl erfahrene als auch kommende Angelfreunde. Nachhaltiges Angeln ist ein Zukunftskonzept und Fishing Sealand hilft bei der Gestaltung und Umsetzung zum Vorteil für uns alle.